Ich grüße euch, meine lieben Abenteurer. Herzlich willkommen, ich bin's André und willkommen zu World of Warcraft Classic, Wrath of the Lich King. Da sind wir wieder in Nordend und werden ein paar Abenteuer heute bestehen. Das war jetzt ziemlich ruhig und einleitend gesagt. Nein, Späßchen. Ja, wir werden mal ein bisschen weiterspielen. Und wir haben ja hier schon einiges abgegrast. Ne? Und werden ganz entspannt weitermachen. Also, entspann dich, lehn dich zurück, hab Spaß. Das ist ja das Wichtigste, was wir haben müssen. Spaß. Okay. So, ich habe eine Umfrage auf meinem Kanal gestellt. Könnt ihr vielleicht mal in den Community-Hub mal reinschnuppern. Und zwar ist die Frage, habt ihr Lust, soll ich mal WoW Classic Hardcore, WoW Hardcore, wie auch immer, ausprobieren? Ich habe mich ja lange davor gedrückt oder besser gesagt, ich habe eigentlich mit den anderen WoW-Versionen doch schon so sehr zu tun, dass ich mich gar nicht darum irgendwie gekümmert habe. Aber jetzt habe ich mal die Frage gestellt, ja, hättet ihr Bock, das auf meinem Kanal zu sehen, wie ich da Angst und Bibbern durch die Gegend laufe und vor jedem Gegner Angst haben muss, der mir mein Leben nimmt. Ja, dann stimmt einfach mal ab, geht in den Community-Hub, stimmt ab für mich. Und dann gucken wir mal, ob wir bald Hardcore hier auf meinem Kanal zeigen. So sieht's aus. Ja, ich habe mich nämlich für ein Event angemeldet. Hatte ich schon in meinen Streams gesagt. Am 9. Dezember findet da ein Variety-Event von Hardcore Classic statt. 400 Leute werden eingeladen für dieses Event. Darunter auch prominente WoW-Streamer. Und ja, man kann sich jeder aus Azeroth kann sich frei bewerben und wird dann in Gruppen aufgeteilt, wo man unter den bekannten Streamern dann spielt. Und ja, es geht bis Level 25 und die Jagd nach einem Boss wird angesetzt und wer ihn als erstes killt, der gewinnt. Es gibt Sachpreise. Preise, Ingame-Preise, es gibt richtige Sachpreise, die ihr bekommen könnt. Also da ist einiges drin, ich bin gespannt. Auch wenn ich nicht genommen werde, werde ich mir dieses Event auf jeden Fall anschauen. Ich denke mal, das ist doch eine sehr interessante Erfahrung, was die da so machen. Schauen wir mal. So, wir gehen jetzt hier nach oben. Da gucken wir mal, das sind noch ein paar Aufgaben, obwohl ich zwar hier einige Aufgaben noch habe, aber die sind auch überall verstreut, die Aufgaben. Mal hier, mal da. Und dann da hinten auch ganz viele. Ja. Also der heulende Fjord. Eigentlich habe ich hier total viele Aufgaben, aber Undra. Aber sind gar nicht so viele, sehe ich gerade. Ein Magier müsste ich, glaube ich, auch mal wieder machen, right? Alles grau hier. Mann, Mann, Mann. Faule Sau. Der heulende Fjord, auf jeden Fall für mich eine der schönsten Gegenden. Ich glaube, die schönste überhaupt, die es gibt hier auf dem Kontinent. Bin hier wirklich sehr gerne. Man, also auch schon allein die Musik im Hintergrund ist einfach nur richtig cool und überaus stimmig. Das waren Zeiten, kann ich immer nur wieder sagen, wo ich mich daran erinnere. Gerade, dass ich mir damals die Collector's Edition nicht gekauft habe, da war ich leider noch nicht so weit. Hat bei mir erst mit Cutter angefangen, meine erste Collector's Edition. Und ja, ich werde es mir bestimmt irgendwann mal gebraucht kaufen oder so, wenn ich sie bekomme. Aber ja, wie gesagt, ich finde immer gerade Nordend ist so eine Zeit, wenn man abends einfach nur mal von seinem Leben runterkommen will, dann ist das hier genau der richtige Ort. Ja, einfach mal kurz chillen, ja, hier beim Schnee, die Musik, die nordische Musik zuhören,
Und das Rauschen des Wassers. Was gibt es Besseres? Ja? Gar nichts. Hallo! Hallo! In meinem ganzen Leben will ich nie wieder ein Fass mit gesalzenem Fisch sehen. Jeden Tag fülle ich hier Fässer und es sind noch so viele zu füllen. Ich wünschte, ich hätte nicht alle Köder aufgebraucht, die ich von Pat Nagle gekauft habe. Haben wie von Zauberhand funktioniert. Jetzt habe ich Glück, wenn ich einen Fisch pro Stunde fangen kann. Ich habe gehört, Nordbarben wären gute Köderfische. Aber wer wäre verrückt genug, um in einen eiskalten See zu tauchen und die Wasserpflanzen nach ihnen zu durchwühlen? Ich nicht. Aber vielleicht, nur vielleicht kann ich euch ja überreden. Sieh sie. Okay. Also ich meine, ich bin eine zarte Frau. Die zarte Rose, wa? Aber ich mach's trotzdem für dich. Ja? Drinks. Schade, schwimmen kann ich nicht essen und trinken. Na gut, muss ich mit leben. Ja, es ist langsam schwierig hier. Die Dorbrate geht steil in den Keller.
Aber klar. Will er mich aber ärgern. Jetzt will er mich aber ärgern. Nein! Da ist die Nordbahn, endlich. Schönen guten Tag. Ihr seht so aus, als wärt ihr noch in einem Stück etwas von den Ködern bekommen. Auf dann. Naja, die sind mit Sicherheit hässlich genug, aber ich schätze, mir ist es egal, ob es tatsächlich funktioniert. Ich werde froh sein, sobald die Expedition hier durchgezogen ist und ich einfach nur noch für mein Abendessen angeln muss. Schönen Tag. Mögen eure Perfekt. Reisen sicher sein. Ja, das war doch super. Dann kommen wir auch hier wieder zum Ende. Dankeschön fürs Zuschauen. Und vergesst nicht wie immer ein Like da lassen, ein Abo da lassen und wiederkommen. Bis dahin, alles Gute, euer André und ciao, ciao.